Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Pass auf außen. Gute Aktion jetzt. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Wenn das Timing nicht stimmt, dann ist man zu spät dran. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereits verwarnt. Das heißt, gelb-rot. Jetzt wird's gefährlich. Da kann er sich den Ball holen. Da müssen sie aufpassen jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Gäste werden wechseln. Guter Vorstoß jetzt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Gute Aktion, Buschi. Nee, rote Karte und der Freistoß ist auch nicht ungefährlich. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Was für ein Schuss. Ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Wird das eine Torchance? Und die Chance. Er versucht. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Schalke jetzt über außen. Was macht er draus? Da ist die Flanke. Schade, da war sicher mehr drin. Gut, da erstmal geklärt. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Klasse Pass! Gut und fair, das Tackling. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Flanke jetzt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gefährlich. Ja, könnte was werden. Was für eine Chance. Da hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Aber im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung. Das könnte was werden jetzt. Super dazwischen gegangen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da könnte was entstehen. Ist das hier die Entscheidung? Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Jetzt der Ballverlust.
Gut durchgesetzt, gefährlich. Er schießt. Der Pass, nichts zu halten hier. Und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Sie waren heute in Unterzahl und mussten... Könnte die Führung werden. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig.